Und da wären wir auch schon wieder zu einem neuen Delver-Leben. Ja, ich habe mich nicht entmutigen lassen und versuche es jetzt noch einmal, endlich an diesem nervigen Nekromanten vorbeizukommen. Also starten wir. Und hoffen einfach mal, dass wir in diesem Leben genug Tränke und auch die richtigen Tränke finden, um ihn vernichten zu können. Mach das Overlay weg. Ich will mein Essen einsammeln. Du kommst mit. Du kannst da bleiben. Der Plan ist auch, dass wir dieses Mal nicht mit den Sch Was zur Hölle? Warum habe ich sofort ein Level abbekommen? Also nicht, dass ich meckern würde, aber. Ich verkriech mich erstmal zum Eingang. Also ja, die Idee war eigentlich, dass wir in Nahkampf gehen dieses Mal, statt Stäbe zu benutzen. So, du kannst weg. Du gehst dahin. Mann, Mann, Mann. Also das war ja sehr kurios. Erstmal, dass der eine Gegner, der von seinem Freund umgebracht wurde, so viele Erfahrungspunkte gegeben hat, dass wir gleich Level abbekommen haben. Und dass gleich zwei von denen hintereinander da waren. Ist ja. Na gut. Ich will nicht meckern. Wir haben ein Level abbekommen. Wir haben gleich eine einigermaßen gute Waffe bekommen. So kann das weitergehen. Sagt die Karte. Die Karte sagt, es geht nur oben weiter. Und oben ist da. Oh, und gleich ein Trank. Der durchgehend die Falle da ausgelöst hat. Zombie. Ja, gib mir Erfahrungspunkte. Und neues Level up. Sehr schön. Und gleich noch ein Trank. 6 bis 8. Und irgendeine Bonusfähigkeit. Biting. Das Attribut macht bei den meisten anderen Spielen extra Schaden. Und der Grundschaden ist eh schon höher. Also das weg, das hin. Ein Feuerstab kann ruhig mit. So, was haben wir hier oben? Eine große Kreuzung. Pfeile können auch alle mit. Helm haben wir auch noch keinen. Ja, doch. So weit ein guter Anfang. Und da geht's schon runter. Das ist nicht gut, aber der Trank ist gut. Karte sagt, im Westen geht's noch weiter. Da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Und ich werde jetzt mich nicht hinreißen lassen, doch mal einfach so schnell nach unten zu gehen. Nur weil ich ungeduldig bin. Das wird sich langfristig nicht auszahlen. Wir müssen jetzt wirklich jedes bisschen weg mitnehmen, was wir können. 3 RC haben wir schon. Also jedes Fitzelchen mitnehmen an Erfahrungspunkten und Ausrüstung, um halt an dem Nekromanten vorbeizukommen. Brot kann mit. Essen kann mit. Ah, sehr schön. Hier geht es noch ordentlich weiter. Je größer die Karte, desto besser. Und noch mehr Tränke. Ah, sehr schön. Das war ja echt der Knackpunkt bei unserem letzten Versuch. Dass wir am Ende nur anderthalb Arkantränke hatten. Also einen zum Ausprobieren, dann war er weg. Und danach gleich noch einen. Das hat nicht wirklich gereicht. Und ich schätze, wir brauchen mindestens 3 Stück. Also müssen wissen, welche die Arkantränke sind und brauchen dann noch 3 Stück. Dann können wir die trinken, kurz warten, wieder trinken. Und dann müsste er hoffentlich schon tot sein. Weil wir im Nahkampf genug Schaden gemacht haben. Essen kann auch mit. Warum sind hier so viele Diebe in der Bücherei? Ist nicht unbedingt deren Metier. So. Noch irgendwo irgendwas? Ja, hier geht's weiter. Oh, sehr schön. Das Level ist echt riesig. Also im Vergleich zu dem, was wir sonst so gewöhnt sind. Und noch mehr Tränke. Sauber. Und ein blutender Gegner. Okay. Du kannst auch erstmal mit. Auch wenn 1 bis 4 Schaden nicht wirklich viel ist, aber wenigstens haben wir dann schon mal einen Bogen. Noch mehr Tränke. Können wir alle schon ein bisschen sortieren. Grün, grün. So, und blau. Fehlt noch
gelb, richtig? Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Oh, und die gute Hose sollten wir auch noch anziehen. So, du weg. Und da geht's immer noch weiter. Zack. 1-4. Nö, wollen wir nicht. Wir wollen die Flattermaus da töten. So, wie kommen wir an den Apfel ran? So hätten wir vorher abbiegen müssen. Nee. Nee, komm. Essen kann ich ruhig liegen lassen. Und ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich will jedes Fitzelchen mitnehmen. Aber wir werden sonst zu schnell Platzprobleme haben. Und das Essen wird uns beim Nekromanten absolut nichts bringen. Das Einzige, was bei dem was bringen wird, sind die Instant-Heiltränke. So, da ist noch ein Stab. Hier sind überall Gegner und Tränke. Noch mehr Tränke. Es läuft echt, echt super. Also ich habe ein recht gutes Gefühl, was dieses Leben angeht. Das will jetzt nicht viel bedeuten, aber trotzdem ist es schön, mit einer positiven Einstellung durch die Dungeons zu rennen. Anstatt mit dem Gedanken, ach, ich mache jetzt eh eine halbe Stunde Aufnahme und sterbe dann eh wieder. Und alles war für die Katz. So, hier ist jetzt Sackgasse. Wir müssen ganz zurück nach Nordosten. Also hier rum, darum und eigentlich immer so rechts halten. Aber das war auch mit ein Grund, warum ich zwischen dieser und letzter Folge so eine längere Pause gehabt hatte. Aber wir hatten halt 3-4 Versuche quasi am Stück. Also innerhalb von einer Woche oder so waren die ganzen Aufnahmen. Und das war dann mit der Zeit doch ein wenig demotivierend. Und Alkohol. Aber unser Inventar ist jetzt schon voll. Und genau das meine ich mit dem Essen und Trinken. Ist zwar ganz praktisch auf dem Weg runter zum Nekromanten, aber ab da wird es wohl nicht mehr so wichtig sein. Und falls doch, können wir immer noch hierher zurückkehren und die ganzen Sachen wieder einsammeln. Also sollte ich mir angewöhnen, die Sachen irgendwo bei der Treppe liegen zu lassen. Ähnlich wie bei Legend of Grimrock. Meine Rumpelkammern. So. Und Ebene 2. So, bitte, bitte, bitte. Nochmal eine so große Karte. Und direkt hier vorne eine Falle. Und rüber. Sehr schön. Der läuft blutend weg. Der läuft blutend auf uns zu. Kettenhose aber kaputt. Und wir sollten gleich mal irgendwas essen. Njom, 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 njom. Nichts hilft besser bei Vergiftung, als ein Stück Brot zu essen. Das wissen wir doch alle. So. Zack. Nee, noch ein Zombie. Ich will nicht schon wieder vergiftet werden. Oh, du kannst mit. Noch mehr Fallen. Noch mehr Alkohol. Aber diese... Oh, nein. Ja, nicht laufen, während man auf die Karte guckt. Oder Auto fährt. Ja, aber diese Etage sieht nicht so voll aus wie die letzte. Und ich wollte eigentlich gerade die Hose aufheben, genau. Du kommst weg. Du kommst da hin. Wir tapsen nicht wieder in die Falle rein. Oh, was haben wir hier? 4 Rüstungsklasse. Da kommt ein Dieb auf uns zu. Dich ziehen wir mal ganz schnell an. So. Level up. Schöne Sache. 3-8? Nö. Ich glaube, unser Schwert hat gerade 6-8 und noch diese Bonusfähigkeit. Oh, 7-12. Da verstecken wir uns doch mal hinter der Säule. Also 7-12 oder 6-8. Nur hat das hier noch das Attribut beißend. Wobei wir nicht wissen, was es macht. Also nehmen wir lieber das, was wir wissen, wo es macht. Das, wo wir wissen, was es macht. Ja, passt schon. Es macht kaputt. Das ist das Wichtigste. Eine Zweierhose? Nö. Das wäre auch noch schick, wenn man hochklettern könnte an solchen Lianen zum Beispiel. Aber ja, da werden wir wohl warten müssen, bis noch neue Versionen rauskommen. Ah, ich wäre schon...
Ich wollte gerade sagen, da wäre ich doch fast wieder beim Kartenlaufen reingelaufen. Dann mache ich extra einen Bogen drumherum und eine Zehenspitze bleibt schon wieder drin hängen. Also da ist irgendwas ganz komisch. Na gut. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Das passt schon. So, da ist ein Schwert. Und ich traue den Fallen jetzt nicht. Die lösen viel zu schnell aus. Wir schmeißen mal 6 bis 26 das hier. Ja, komm schon. Du flieg. So, 3 bis 8. Super, ist Mist. Oh, wir müssen es gar nicht draufwerfen. Das Ding bleibt ausgelöst. Sehr gut. Können wir Fallen mehrfach auslösen? Nein. Also sicher. Sehr gut. Wäre ja auch noch lustiger gewesen, wenn wir schon wieder da reingetapst wären. Stirb. Stirb. Oh, was zu essen. Sehr schön. Wollen wir das gleich verputzen? Wie viel Essen haben wir denn so? Wir haben 1, 2, 3, 4 Stück Essen. Das ist jetzt nicht so die Welt. Also speis mir doch lieber langsam mal auf. Obwohl, wir haben das Ale noch, also den Alkohol. Na komm, das können wir trinken. Zack. Oh. Da ist wer eine Falle getapst. 8 bis 28. Oh, das ist gut. Aber ich werde trotzdem nicht von meinem Plan abweichen, in den Nahkampf zu gehen. Da müssen wir später hin. Erstmal hier zu Ende erforschen. Zack, 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 zack. Nee, mir fällt gerade wieder ein, dass demnächst das Aquädukt kommt. Und ich wahrscheinlich wieder die Hälfte der Gegenstände ins Wasser plumpsen lassen werde, weil ich nicht aufpasse. Das ist nicht toll. So, was haben wir da? 6 bis 26, 2 bis 22, der kann auch erstmal weg. Aber das lässt sich auch nicht so wirklich gut vermeiden. Denn selbst, also wenn wir jetzt mal sagen würden, hier in der Mitte der Gang, das wäre das Wasser. Selbst wenn wir uns hier in die Ecke stellen würden, um zu kämpfen, wäre der Gegner ja meistens trotzdem so halb auf dem Wasser drauf, weil er sich auch hin und her bewegt. Also, müssen wir mal gucken, wie wir es hinbekommen. Also klar, ich könnte immer so weit zurücklaufen, dass da absolut kein Wasser mehr ist, aber es dauert so lange. So. Zack. Zack. Was haben wir denn da? Eine Schriftrolle der Flammen. Habe ich nicht wirklich häufig benutzt. Da vielleicht liegt genau da der Fehler. Vielleicht sollte ich auch einfach ganz viele von diesen Aggressionsschriftrollen, also Flammen, Blizzard und was weiß ich, in die Hotleiste packen, zum Nekromanten laufen und alles drücken. Und dann wäre er auch tot. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich probiere erstmal die Nahkampftechnik. Und Lebenspunkte, das ist doch gleich viel besser. So, war das das Level? Scheinbar. Okay, drittes Level. Jetzt könnten die Augen kommen, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das war schon eins, ja. Erstmal eine Flattermaus. Ich sehe schon mal Blutegel. Und der Boden ist da so un... Oh, da ist ein Auge. Piu. Die greife ich auch an, die doofen Egel vergiften nämlich. So, was haben wir da? Größere Heilung, sehr schön. Warum stirbst du nicht durch einen Schuss? 7 bis 12. 7 bis 12 haben wir schon, ne? Jo, wir haben genau 7 bis 12. Was haben wir da? 4 bis 24. Nee. Nee. Nö. Aber ja, schon mal sehr schön, dass wir zwei Heilschriftrollen haben. Die kann ich dann als Panikknöpfe quasi missbrauchen. Und die Flammenschriftrolle schmeiße ich weg. Also wenn es diesmal wieder nichts werden sollte, Nekromanten, dann können wir diese Taktik mal versuchen. Also auf die Schadensschriftrollen und wieder Stäbe umzusteigen. Und du solltest weg. Ab, na,